Also, kommt ein Pirat in eine Bar. Na super, dann mal los. Und dieses Steuerrad guckt aus seiner Hose raus. Okay. Und der Wirt sagt, hey Mann, was ist mit dem Rad? Und der Pirat antwortet, arr, es lässt mich durchdrehen. Oh, herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Uncharted. Ich wollte diesen coolen Joke nochmal eben hier ganz in Ruhe genießen und anhören. Ja, in der Höhle haben wir letztes Mal nichts gehabt. Willkommen, ihr Lieben, bei Trend17 TV und bei Uncharted 4 zu einer brandneuen Folge. Euer Trendsack am Mike, der mal wieder den Weg sucht hier. Oh, das war knapp. Da ist er nicht, der Weg. Okay. Ich muss mal eben jetzt überlegen, wo müssen wir überhaupt lang jetzt? Irgendwo, wo ist doch denn? Oh, ich. Hier ist es auf jeden Fall nicht richtig. Wir müssen scheinbar geradeaus weiter. Unten. Kommen wir da runter? Da geht es, glaube ich, die Klippen runter, oder? Hm. Nee, wir müssen da hinten. Da ist ja doch dieses. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Da durch? Durch den Tunnel? Hier können wir ja durchfahren, stimmt. Versuchen wir das einfach mal. Ups. Sorry. Jo, Tatsache. Es war Absicht. Ich habe wahrscheinlich hier die Hälfte der Schätze sowieso irgendwie vergessen. Jetzt gibt's keine Pannenhilfe, Nathan. Ohne Brunnen. Da gehen wir auf jeden Fall mal reingucken. Kapiert? Weil es lang und hart würde. Sully, er klaut deinen Witz. Ja, ich bemerke. Guter Sinn für Humor. Da kann man gar nicht ran. Mal sehen, was passiert, wenn er da runter springt. Ha! Mhm. Was haben wir denn hier? Oh. Da sind ein paar Leichen hier, die hier rumliegen. Da ist was. Da ist was. So, nimm's auf hier. Hier waren wir ja was. Letzte Nacht wurden die Signalfeuer entzündet. Und wie auf Kommando. Mit diesen Piraten war nicht zu spaßen. Ja. Jetzt könnt ihr das selber lesen. Ich hab mir wieder dazwischen geredet. Ich lasse das mal im Augenblick an. Scroll das kurz runter. Mein Gott, das ist ja ein ganzer Roman hier. Okidoki. Da kann man uns auf jeden Fall. Das geht noch nicht. Was ist denn das kleine Stück? Da kannst du ja wohl hochkommen hier. So. Mit der Seilwinde? Oder was soll das hier? Ich weiß nicht, ob ich da hochwerfen. Ups, ob ich da hochwerfen kann. Macht da nicht. Hast du doch bestimmt irgendwie. Da hinten ist doch was. Da scheint doch was. Kann ich da rein? Jo, da muss ich. Ich
bin noch wohl noch nicht im richtigen Winkel hier. Okay, gehen wir hier nochmal rüber. Macht da nicht. Hier weiterhin. Nee. Ich spring da mal rein. Der kann ja schwimmen. Vielleicht geht das von hier aus. Oder er braucht die Seilwinde gar nicht. Doch. Von hier aus kann ich da auch nicht ran. Das ist ja doof. Ich will da oben ran an den Schatz. Da muss ich vielleicht kann ich von hier aus springen. Nee, macht er nicht. Shit. Da auch noch eine? Nee. Das ist ja doof. Er kann ja nicht die Seilwinde meinen. Tatsache, doch, der meint die Seilwinde. Wie soll ich denn hier mit dem Auto reinkommen? Hm. Die Frage ist natürlich auch, wie komme ich nachher wieder hoch? Schiete! Schiete, wie komme ich dann nachher wieder hoch? Mal zurück. Vielleicht lassen die mir irgendwie einen Tau runter. Hallo, ihr beiden? Lass mir mal... Ich kann hier doch schlecht hochkraxeln. Muss ich die beiden rufen? Ach, hier kann ich hochkraxeln, ne? Oder? Ja. Das sind doch Vorsprünge. Da, geht doch. Und ich brauche die Seilwinde jetzt. Genau. Okay. Jetzt haben wir's. Wir haben's. Alliep. So, jetzt gehen wir. Ei, das ist aber ein langes Seil, wa? Einmal festmachen. Hey Sully, leg den Rückwärtsgang ein. Da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ich dachte, der kratzt mir jetzt ab, ne? Und jetzt? Ach, irgendwie kann ich hier jetzt rübergehen und darauf springen, genau. Mhm. Schätz mal, hier soll. Na? Da kann er rauf und dann soll er da wieder dran springen, oder wie? Macht er nicht. Shit. Ich muss ja irgendein... Das kriegen wir schon noch raus. Was das für einen tieferen Sinn jetzt haben sollte, dass wir das da... Das Ding... Ach, da ist ja noch ein Vorsprung. Den habe ich gar nicht gesehen eben. Ups. Da ist ja dieser Vorsprung noch. Und jetzt kann er da hoch. Sehr schön. Ich will doch den Schatz haben. Okay, was haben wir hier? So, den Schatz haben wir uns gesichert. Das ist doch mal schon mal schön. Und einmal ins Wasser. Oder auch nicht. Gehen wir hier zurück. Upp. Das hat doch gut geklappt. Mensch, haben wir sogar noch einen Schatz gefunden hier heute. G
ging auch relativ schnell. Und? Nichts Großartiges. Ich zeig's dir im Hotel. Immerhin. Ja, das sieht so aus, als wären wir hier auf dem richtigen Weg. Aber Vorsicht. Da geht's nicht weiter. Irgendwie alles gleich aus hier. Aber hier, denke ich mal, müssen wir jetzt hoch. Nee, das geht nicht. Das war Absicht! Fahren wir hier mal hoch. Oh, da ist noch eine Ruine. Hey, ob in dem alten Gebäude was zu finden ist. Das werden wir jetzt gleich auschecken. Verdammt! So hoch kann ich nicht springen. Da kommt man nicht rauf. Ein Vorsprung, aber ich glaube, da geht er trotzdem nicht ran, ne? Ach, da war im Zeichen für die Winde, glaube ich, schon wieder. Hier ist doch nicht so hoch, da kann er ja wohl hoch. Was? Das schafft er nicht. Was bist du für ein Weichei, Nathan? Okay, ja, so spannend ist das auch nicht. Egal. Ich will hier auch weiter kommen heute. Oh, oh. Oh ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Oh! Langsam, Junge! Also richtig schön hier durchs Wasser fahren, da habe ich mal richtig Lust zu. Geronimo! Wow, ist das genial! Ach, shit, ich glaube, ich bin im Kreis gefahren. Ach Mensch. Jetzt hier wohl weiter. Okay. Naja gut, wir haben ja die eine Ruine noch entdeckt. So ein großer Umweg war es ja jetzt nicht. Vielleicht geht das hier wieder Hinweis. Hey, habt ihr dieses kleine Signalding auf dem Hügel da hinten gesehen? Ja, wir sollten es uns ansehen. Der Qualm kommt da von da hinten. Oh, das war knapp. Ach du Schiete. Da sind wir auch schon wieder. Das ist auch falsch. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh! Tut mir leid. Ja, ich weiß, dass ich da hoch soll. Wie soll ich denn da hochkommen? Seht euch das an. Ist das künstlich oder natürlich? Wohl halt auch, würde ich sagen. Da ist das Feuer. Okay. Jetzt sind wir richtig.
Ich fahre hier auch volles Risiko. Jo. Schaut euch das an, Leute. Was ist das? Hier waren wir definitiv noch nicht. Da gehen wir jetzt erstmal rauf. Da kann man rum. Na, was haben wir da? Da ist ein Schatz. Nicht ganz rauf. Ich wollte eigentlich hier nochmal runter ein Stück. Kann ich da rein? Dann geht er doch rein. Gehen wir mal anders rum. Da haben wir ihn eben gehabt. Jawohl. Noch ein Schatz. Mensch, bin ich heute wieder gut. So. Den haben wir uns gleich gesichert. Schauen wir uns hier mal um. Mit dem Auto kommen wir da nicht lang. Aber da kann man lang fahren. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Madagaskar, die unergründlichen Weiten des Landes. Hey Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Shoreline-Söldner zu sehen. Schwer zu sagen. Da schaue ich aber erstmal. Nun steig aus. Steig aus. Wieso steigt er jetzt nicht aus? Ja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Tatsache, hier ist keiner. Oh, ein Wasserfall. Wie genial ist das denn? Da haben wir... Da schauen wir uns doch erstmal. Oh, Hieronimo! Etwas fehl am Platz. Aber man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht irgendwas schützen will. Vielleicht. Hey, Ned, komm und zieh dir das an. Du hast wieder was gefunden, wa? Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Das kann doch nur dieser hier sein. Da komme ich nicht ran, ne? Nee. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Eigentlich ist ja hier diese Kiste hier richtig. Aber die nimmt er nicht. Nee, hätten wir das Fass nehmen können. Und hochschieben kann ich hier sowieso, glaube ich, nichts. Ich guck mal erstmal runter. Nee, hier unten ist auch nichts. Ja, hier gibt es mehrere. Aber die trägt er ja nicht hoch. Hier ist so eine Seilzugbrücke. Hey Junge, ich sehe eine große Kiste oder sowas. Ganz oben im Turm. Vielleicht hilft ihr uns ja. Die Stimme von ihm ist auch so genial. So. Ja, die rote Kiste habe ich auch gesehen. Das rote Fass. Ich muss da erstmal hochklettern, glaube ich. Da muss er doch irgendwie hochkommen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Da kann ich wieder rüber mich schwingen hier. Hm.
auf die andere Seite. Okay. Na, lass dich nicht runterfallen hier. Und geh doch hoch da. Da kann er hoch, okay. Gehen wir von der anderen Seite mal dahin, vielleicht. Das haben sie wieder geschickt gelöst hier, dass das bloß nicht so einfach ist. Jupp, ich bin da. Da komme ich nicht hoch, aber da sind Streben. Geh mal aus. Oh! Der Typ auch immer im Weg sein muss. Hey, sei vorsichtig, Junge. Das ist die Frage, links oder rechts rum? Ist das hoch. Shit. Geht er da rüber? Ja, da geht er rüber. Boah, bloß nicht runter gucken. Ah, hier kommen wir. Hier kommen wir weiter durch. Risiko. Da ran springen, schätze ich mal. Und dann da hochklettern, ne? Eieieiei. Anders geht's ja gar nicht. Jawohl. Boah, krass. Ich habe schon gedacht, der fliegt jetzt, fällt jetzt runter. Okay. Da kommt er ja gar nicht weiter. Da kann er sich nicht festhalten. Wow. Kann er hier rum? Hier kann er rumgreifen. Da kommen wir nicht weiter, ne? So ein Mist. Die Kamera schwingt jetzt nicht rüber. Das ist doof. Ja, das ist... Das ist doof. Wie komme ich denn da jetzt bloß hoch, Mensch? Damit sicherlich nicht. Da oben ist irgendwas. Also hier ist auf jeden Fall irgendwie richtig, aber... Da geht er auch nicht. Doch hier. Boah, krass. Das geht auch nicht. Kann er sich nirgendwo festhalten? Ja, nee, das ist... Da ist die Kiste. Aber die nimmt ja auch alle nicht. Ehrlich gesagt bin ich da echt überfragt. Und so mega wichtig ist mir das jetzt eigentlich auch nicht. Denke nicht, dass das irgendwie für die Story jetzt von großer Wichtigkeit ist. Deswegen lassen wir das einfach. Mal gucken, ob die, ob die mitkommen. Oder ob ich den jetzt holen muss, den Schatz. Wenn ich ehrlich bin, habe ich da gar keinen Bock drauf. Mit der Seilwinde vielleicht. Die kommen nicht. So ein Sheet. Ach, ich muss da über die... Ich muss auf die andere Seite, sonst komme ich nicht weiter. Ach, du Schiete. Ich muss da mit dem Auto rüber. So ein Sheet. Nee. Also muss ich einen Weg finden, wie ich da hochkomme. Ich muss das blöde Ding da,
Die Brücke, die Seilbrücke muss ich runterlassen. So, ich gehe nochmal rüber. Von da aus wird das nix. Er guckt da auch nur ganz wichtig hoch. Wie komme ich da denn jetzt hoch, Mensch? Das ist so genial. Oh Mann. Ja, ich weiß, dass ich das runterlassen muss. Ihr habt doch alle keine Ideen. Ihr seid doch alle Spackos hier. Mich darüber schlängeln? Nee, das glaube ich nie im Leben. Das kann nicht klappen. Da komme ich auch nicht hoch. Oh, das war knapp. Wenn ich hier jetzt in... Oder so. Vielleicht habe ich... Vielleicht inwendig irgendwie... Nee, macht er nicht. Da kann er sich wieder hochziehen. Ich brauche eine... Die Kiste geht nicht. Hier ist aber auch nichts. Versuch mal, wenn ich das Ding jetzt sprenge, vielleicht passiert dann irgendwas. Ja, ist da irgendwas drin oder so? Nö. Da passiert nichts. Ein Balken oder was? Nee. Und nochmal. Das ist doch nicht zu fassen. Hier kann ich auch nichts bewegen. Da macht er nichts. Nee. Krasse Aktion hier. Irgendwie muss das hier funktionieren. Denn ist das die andere Seite, weil da habe ich ja schon probiert. Ne, geh mal auf die andere Seite. Anders kann es ja gar nicht sein. Und er geht da immer gleich durch. Das ist doch zum Mäusemelken. Das geht auch nicht, dass er darüber springt. Nee. Das soll wohl so sein. Da geht er auch nicht höher. Nee, das war schon richtig. Also ich denke mal, da drin, er muss darüber. Hier hoch. Da geht er noch höher. Okay. Das scheint richtig zu sein. Dann hier rüber. Außen. Ah, ich glaube, jetzt habe ich's. Ich glaube, jetzt habe ich's. Ah, jetzt habe ich's. Ist ja unfassbar. Hey Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Da muss auch ein Mensch drauf kommen hier. Bis jetzt. Okay, bin oben. Wow, krass, geschafft. Bingo. So. Sam, Speziallieferung. Oh. Krass. Was für eine Action. Hey Junge, alles klar? Mir geht's gut. Ja, meine Lieben, die Brücke ist gelegt. Wir können jetzt wohl dann weiter.